Wir haben aber noch andere wunderbare Gäste, ne? Richtig, genau. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Viele. Wir haben zwei der größten Kochkanäle, der begabtesten Kochkanäle und Streamingkanäle. Deutsch, Kevin, setz dich bitte hin. Deutschlands hier. Unter anderem Gewitter im Kopf und Sturmwaffe. Jungs, kommt doch mal her. Jungs, Kinder. Kochkanäle. Kommt doch mal rüber. Kochkanal. Seit wann sind wir Kochkanal? Wir müssen die jetzt herholen. Ich hole den Sturmi. Komm. Das habe ich nur gesagt. Das habe ich gesagt, damit wir eine Überleitung haben zum Backen. Chillig, Jungs. Ihr seid hier. Du hast auch einen Koch, Kevin. Ihr seid hier. Sau geil, dass ihr hier Start seid. Ich habe euch jetzt einfach mal als Kochkanal. Du machst auch mit ab sofort. Ich kenne euren Content nicht. Stellt euch mal kurz vor, was macht ihr? Du kennst unseren Content nicht, dafür reactest du aber ziemlich oft da drauf. Okay, gedisst, perfekt. Kronk. Ja, perfekt. Kann selber mal wieder was mit Sarah dazu machen, würde ich sagen. Geil. Pass auf, bevor wir jetzt in unsere Back-Challenge gehen, weil Weihnachten, es ist ja, ne, es gibt ja hier Liebe und Kekse und Besinnlichkeit. Gehen wir nochmal rüber zum Schuh, ihr unterschreibt den kurz und dann würde ich sagen, knacken wir mal nach oben und checken mal die Cookie Bros Ecke aus, oder? Ja, machen wir. Perfekt. Gehen wir mal rüber, kommt gut an. Vorsichtig, Freddy. Ich war ja noch nie nüchtern. Ich auch nicht. Ich war nicht nüchtern. So, okay. Liebe Freunde. Entschuldigung. Also, wir werden hier, also erstmal einen herzlichen Applaus für unseren Sponsor Cookie Bros, die hier auch viel umsetzen, diesen Stream super cool supporten. Und wir haben uns ein paar lustige Spiele ausgedacht. Wir haben ja zum einen auf der einen Seite Gewitter im Kopf, ja, mit Tim und Jan. Und den guten Freddy alias Sturmwaffe, der sich gerade daheim nicht umdreht, als wäre er gar nicht hier. Hi. Naja, auf jeden Fall geht es hier darum, dass die Jungs einen wunderbaren Teig vorbereiten sollen. Zum einen gibt es halt, wie gesagt, zwei Teams, aber auch zwei Phasen. Einmal sollen sie den Teig vorbereiten und einmal Teig verzieren. Für die nicht wissen, was Cookie Bros ist, das ist Keksteig zum Lecken. Bedeutet, den könnt ihr ohne zu backen direkt essen. Da ist halt keine Hefe und kein Ei drin, soweit ich weiß. Und dann könnt ihr den direkt snacken. Und wie gesagt, die Jungs hier sollen den einmal stylen, diesen Teig, und obendrauf einmal den Teig vorbereiten. Und je nachdem, wer hier wie gut die seine Aufgabe löst, der wird Chef Strobel die ganzen Sachen bewerten nachher. Aber da kommen wir gleich noch zu. Und wir lassen vor allen Dingen jetzt mal hier die Profis backen. Mit Profis meine ich diese zwei Kandidaten hier, Jungs. Ihr seid absolut die besten Bäcker Deutschlands, oder? Ja, auf jeden Fall. Also was hast du das letzte gebacken? Perfekt, Digga. Ja, genau. Und du bist auch professioneller Koch? Ja. Perfekt. Warst du nicht der mit dem Hunde? Der mit dem Hundefetisch, genau. Ja. Leute, das ganze Ding hier hat zwei Phasen, ja? Erstmal, bevor ich jetzt was erkläre, rufen wir mal ganz kurz das Maskottchen unseres Sponsors nach oben. Wir haben Romatra ein Kostüm abgezogen, weil Romatra wurde nicht gezeigt. Komm ruhig rein. Komm ruhig rein. Leute, einen großen Applaus für Romatra. Wir haben zwei Phasen. Erstmal wird der Teig tatsächlich vorbereitet, ja? Das heißt, der muss nochmal von euch ein bisschen massiert werden, ausgerollt werden und all sowas. Da haben wir natürlich die passenden Tools für. Solche Dinge hier? Wir haben halt nur Tools hier, die man eigentlich gar nicht gebrauchen kann. So eine Spachtelkelle, ich weiß nicht, wie das heißt. Und dann in der zweiten Phase geht es ans Verzieren. Pass auf, dann den Teig einmal abnehmen. Sehr schön. Ein riesiges Dankeschön auf jeden Fall an die Cookie Bros hier, die uns diese komplette Backecke hier zur Verfügung gestellt haben. Ich habe es eben gesagt. Checkt die gerne mal aus. Das ist Keksteig in der Dose und es schmeckt. Wenn ich da, ey, jetzt ganz kurz, bitte keine Messerklingen abbrechen und da reinpacken, keine Schrauben, Rasierklingen oder sowas. Ich weiß, ihr hasst uns alle, aber bitte verletzt keinen, okay? Keine Sorge. So, ich glaube, Freddy hat ein bisschen weniger Teig als ihr bekommen. Deshalb gebe ich dem. Ihr seid ja auch zwei, ne? Muss man dazu sagen. Lebensmittelfarbe, glaube ich. Ja, und ich würde sagen, Moment. Hey, warte jetzt. 5, 4, 3, 2, 1, ich gebe euch fünf. Ich gebe euch fünf. Der Trick ist gut, lass den machen. Ich würde sagen, so soll ich. 10 Minuten haben die Jungs Zeit, um da wirklich uns mit unseren Kreativen zu machen. Digga, das war so eine geile Idee, das mit dem Hammer zu machen. Das ist absolut geil zu moderieren. Man muss ja auch sagen, du hast noch nicht. Freddy ist schon übertrieben gut gekocht. Dafür umso schlechter gebacken. Guck mal so. Alles klar, Digga. Ich würde mal ganz kurz, wenn das okay ist. Wer gewinnt überhaupt? Meinst du, ich kann mal kurz runter bei den anderen Stimmen? Wir können ja gerne. Komm mal rüber, Kamera hier. Ey, guck mal, was die hier gemacht haben. Der hämmert das. Der rastet komplett aus. Ach so, guck mal. Ich hab ein bisschen Pulli auf meinem Mehl. Noch 3 Minuten habt ihr, Jungs. Deutsche Pablo S. Ja, aber wer gewinnt denn? Was machst du denn da? Digga. Was müssen wir denn? Du hast gesagt, ich soll Plätzchen machen. Ich mach Plätzchen. Okay. Nein, du musst den Teig verzieren. Ich verstehe immer noch nicht, wer gewinnt. Den Teig verzieren? Ja, was heißt denn Teig verzieren? Hier steht, deine Aufgabe ist einmal Teig vorbereiten und zweitens Teig verzieren. Also beide. Wir müssen noch verzieren, das wisst ihr, ne? Hey, Regi! Wollt ihr Farbe haben? Wollt ihr Farbe? Plätzchen müssen wir machen. Wollt ihr blaue Farbe? Ey, das ist aber Cheating, Revi. Die Farbe ist leer. Warte. Nein, die ist leer. Gut, cool. Nein, nicht mehr. Blau gibt Raum, das sieht aus wie Kacke später. Ey,
das Teig kaputt gemacht. Ey, Eier, warum hilfst du denen jetzt? Was heißt Teig verzieren? Klär mich mal auf. Grün. Das ist leer, das ist Kleber. Das ist auch zu. Gib her. Das ist zu. Ich mach auf. Du machst es nicht auf. Ich mach's auf. Oh Gott. Oh, oh. Das ist einfach Spaßeltechnik von Ehrenbruder. Ich dachte, wir müssen Plätzchen machen. Ja, ja, warte mal. Du kannst die jetzt schon mal ausstanzen. Aber ich will das doch gar nicht so. Das hat doch gar nichts mit meinen Plätzchen zu tun. Klar, das wären jetzt Plätzchen. Die könntet ihr jetzt so backen. Wow. Also stanz mal aus, hör mal auf doch jetzt hier. Drei, zwei, eins. Du musst leider jetzt die. Oh, das ist aber schon. Das sieht aber. Oh Gott, was ist denn da passiert? Ey, die machen doch noch was. Was soll das denn jetzt? Stopp. Achso, ich hab's gar nicht gehört. Warte hier. Oh. Also, liebe Freunde, das ist ja. Genau, das ist jetzt so, hier. Chef Strobel. Jungs haben den Teig halt hier oben präpariert. So können wir einmal einen Applaus für Chef Strobel haben, den einzig wahren? So ein hübscher Mann, Wahnsinn. Also, was viele ja nicht wissen, warte, wir gehen auf die Kamera. Chef, was viele ja nicht wissen, Chef Strobel ist ja als Bäcker groß geworden tatsächlich. Deine Eltern haben ja eine Backstube. Genau. Und du bist ja auch jemand, der immer kleine Brötchen backt, ne? Kleiner Spaß am Rande, du bist ein abgehobenes Stück Chef Strobel, du bist jetzt derjenige, der hier bewerten muss, ob sie den Teig richtig geplättet und in Form gebracht haben. Ja, warte, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben hier einen geilen Counter. Wirklich? Ich würde mal sagen, Gewitter am Kopf ist blau. Und, aber wir gucken uns erstmal Sturmi an, damit du den Vergleich hast. Ja, ich will den Vergleich sehen. Genau. Okay. Also wir werden jetzt in der Vorbereitung der Teigform und der Verzierung. Gab es eine Vorlage? Nein, wir werden noch gebacken. Und dann haben wir in der zweiten Sache immer noch eine Chance, nachdem die Kekse gebacken sind, da auch noch mal Punkte zu holen. Okay. Also gibt es jetzt erst für die erste Phase Punkte, ja? Okay. Ich muss jetzt erklären. Bevor du bitte irgendeine Bewertung abgibst. Ja. Ich habe den Teig geplättet, ne? Ja. Soweit alles verstanden. Ja. Dann sind die beiden hier hochgerannt, haben mich angeschrien, haben zu mir gesagt, ich muss den Teig verzieren, was auch immer das heißt. Ich habe das noch nie gehört, dass ich meinen Teig verziere. Dann hat das Revi gemacht und jetzt habe ich in der Panik, weil die dann von 10 runtergezählt haben, hier noch ein U hingemalt. Das steht für you, also für dich, weil ich an dich denke. Okay, Strobel hat beide gesehen. Rot ist Sturmi und blau. Wir haben natürlich eine geile Punkteskala. Wir haben gesagt 0 bis 99. Ja. Ich denke mal, da kann man sicherlich gut Punkte geben. Oh, was glaubt ihr, wie viele Punkte? Das ist unfair, Freddy hat Vorerfahrung. Von 0 bis 99, was glaubt ihr, wie viele Punkte? 98 glaubt er tatsächlich. Also, 69 Punkte für Gewitter am Kopf. Und für den Sturmi nur 42. Genau so. Aber es geht auch besser in der zweiten Runde. Die hatten ja schon Form, muss man halt sagen. Dass halt schon Form drin war. So, wir haben jetzt einmal, nimm dir mal deine Kekse runter hier, weil du musst jetzt tatsächlich, jetzt geht's an die finale Verzierung. Okay, es geht los. Brand im Ofen, die Farbe. Jan, es geht los, Sturmi, es geht los. Ich habe jetzt 10 Minuten zu verzieren. Und ihr habt doch noch Glitzer hier, guck mal hier, Jungs. So, wie sieht's hier aus, Jan? Was hast du dir dabei gedacht? Ja, hier. Die liegen hier, genau. Zwei Kekse übereinander geklebt und mit Creme Brûlée verbrannt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jede Fixerstube hätte geilere Kekse gebacken als hier. Das ist wirklich... Wie kommst du darauf? Ich weiß es nicht, aber ich glaube sogar, Kevin Papa Platte könnte bessere Kekse backen als das hier. Chef, was schmeckst du? Dein Mund ist blau. Zucker? Das ist einfach ein Joker auf mich. Da war so viel Farbstoff drin. Pass auf, aber du hast jetzt einen guten Eindruck gewonnen, geschmacklich und auch vom Äußerlichen. Was würdest du sagen? Willst du bewerten? Also hier wäre einmal, das war ja... Also optisch muss man sagen, sieht das auf jeden Fall einladender aus als das Sling. Der muss das essen. Ja, optisch war sehr solide. Wow! Und immer der zweite. Also, blau wart ihr, oder? Ja, blau wart ihr. Und 70 Punkte für Gewitter im Kopf. Was bedeuten würde, ihr hat nämlich vorher 69, das sind 139. Damit hat Gewitter im Kopf tatsächlich gewonnen. Große Applaus. Wenn der Team jetzt gerade auf Toilette ist. Große Applaus. Omatra ist wieder Back am Start und bringt hier die Bestrafung. Jetzt gibt es aber hier einen Spezialteig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Zwiebeln, Thunfisch oder Sardellen und Salami mit einem Keksteig. Ich glaube, das geht sehr, sehr gut einher, Freddy. Und ich würde sagen, beiß mal richtig geil da rein. Boah, der stinkt wirklich unglaublich, Alter. Und? Mit Mandarine gehst du? Nee? Ja, was soll ich sagen? Fettes Shoutout auf jeden Fall an die Cookie Bros. Vielen, vielen Dank. Danke auch an Sturmi und Gewitter am Kopf. Riesen Dankeschön, dass ihr hier mit dabei wart und so tolle Kreationen gebacken habt.